Um im Verkaufsgespräch nach Weiterempfehlungen zu fragen, gibt es einen sehr guten Zeitpunkt dafür. Wie du diesen ganz einfach und unproblematisch einleiten kannst, erfährst du jetzt in diesem Video. Mich würde interessieren, wie machst du das? Fragst du aktiv nach Weiterempfehlungen? Schreib's uns doch unten in die Kommentare, so können wir uns austauschen. Wann ist der richtige Moment, um nach Weiterempfehlungen zu fragen? Und viele Verkäufer, viele Vertriebler, viele Unternehmer haben da so ein bisschen auch Angst, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Und es ist ähnlich wie an der Börse. Ja, der beste Zeitpunkt für den Einstieg und den besten Zeitpunkt für den Ausstieg, den gibt's theoretisch, praktisch, ja. Und jetzt geht es darum, sich das Leben ein bisschen zu erleichtern. Und da gibt es eine ganz angenehme Möglichkeit. Das heißt, zu Beginn des Verkaufsgesprächs, das heißt, bevor du groß deine Produkte, deine Lösungen vorstellst, sagst du sinngemäß dem Kunden, schauen Sie, es geht heute darum, dass Sie im Bereich von XY profitieren können. Und wenn es Ihnen recht ist, schauen wir das miteinander an. Und die Möglichkeit ist groß, dass wir Lösungen finden, wo Sie extremste Vorteile haben. Jetzt ist es so, wenn Sie selber sehen, dass Sie extremst profitieren, Sie selber, ja, dann hätte ich Freude, wenn Sie mir weitere Empfehlungen geben. Nur dann, wenn ich Sie danach frage. Das heißt, nur dann, wenn Sie selber sehen, wow, das ist eine super interessante Sache, ich profitiere da wirklich ganz stark mit der Zusammenarbeit. Nur dann, ja, bin ich glücklich, wenn ich Sie dann auch frage, wenn Sie mir weitere Empfehlungen geben. Ist das eine Abmachung, Herr Kunde? Und teste das selber aus. Du wirst erstaunt sein, wie gut das funktioniert.